Vielleicht machen wir uns ein bisschen warm am Anfang mit Risi, was sie wohl zu sagen hat, was sie wohl für eine Meinung hat wieder, was sie wohl für eine Meinung gebildet hat wieder. Das erfahren wir jetzt. Der neue Kommentar von Risi. Bin ich schon drauf? Seht ihr mich? Nein? Oh mein Gott. Hört ihr mich? Ja? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Egal, ich leg jetzt einfach mal los. Gestern war ich im Theater. Kultur muss einfach sein. Sie spielten ein altes, ehrwürdiges Stück von Mozart. Die Handlung war sehr anspruchsvoll und nichts für schlichte Gemüter. Es ging um den jungen Jesi, der sich aufmachte, um frohe Kunde zu verkünden. Er traf auf Lucifer. Sie kamen ins Gespräch. Es fing ganz harmlos an. Erst sprachen sie über die Dürre, dann über die Nässe, dann über die Kälte, dann über die Hitze, dann darüber, dass der Sommer in diesem Jahr gar kein richtiger Sommer war. Sie sprachen über Frau Schröder und über Herrn Friedrichs. Plötzlich änderte sich die Stimmung. Luzifers Augen wurden rot. Die Erde bebte, der Himmel brannte. Er zischte mit spitzer Zunge und scharfen Zähnen. Verdammt nochmal, heute ist hier Restmüll und ich habe diese Woche Mülltonnendienst. Doch Jesi lächelte nur fromm und legte die Hand auf Luzifers brennende Schulter. Kein Problem, zusammen schaffen wir das. Dann schoben sie gemeinsam die Mülltonnen an die Straße. Kaum standen sie, erschien die große orange Himmelskutsche am Horizont. Gott sei Dank, wir haben es geschafft, lächelte Lucifer. Natürlich, antwortete Jesu. Im Theater war es ganz still. Doch als der letzte Vorhang fiel, stand der gesamte Saal. Was für eine Umsetzung, was für eine Inszenierung, was für ein schöner Abend. Ich sag's ja, Kultur muss einfach sein.